Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts mit Majora's Mask 3D. Beim letzten Mal haben wir Krüge zerbrochen und einen riesigen, unidentifizierten Herzlosen, der Herrscher des Himmels war, vernichtet. Ganz viele böse Sachen. Außerdem können wir jetzt mal mit Shion reden. Hey Shion. Roxas, alles okay? Du bist ja ganz blass. Ja, der ist immer blass. Der kommt nicht an die Sonne, der Kleine. Hey Sigma, wie geht's? Was soll das lange Gesicht? Das ist ein Traum oder so? Da hilft hartes Training. Versuche in Mission 46 150 oder mehr Punkte zu erreichen. Na los, ich lege mir inzwischen eine nette Belohnung. Sag Bescheid, wenn du es geschafft hast. Haben wir bestimmt irgendwie hingekriegt? Wow, Tiger, mehr als 150 Punkte. Du bist gut. Komma. Hier, halt dich dran, Kleiner. Erhalten ein Cyanidkristall. War, glaube ich, eine von den Filz-Trainings-Sachen, wo wir 150 Punkte sammeln mussten. Glaube ich. Ich kann mich irren. Schauen wir jetzt mal beim Mogri vorbei. Da gibt es nichts Neues. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht und da sowieso nicht. Gut, dann gehen wir mal ins Schmiedemenü. Wir haben immer noch jede Menge Finale-Elixiere, die wir theoretisch schmieden können. Warum können wir keine Blitzgras schmieden? Weil wir keine Blitze mehr übrig haben. Wir haben sie sich alle in unserem in unseren aktuellen Tafeln drin. Wenn wir hier irgendwas Neues schmieden, was wir noch nicht zusammengeschmiedet haben. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Hier wahrscheinlich auch nicht. Hier auch nicht. Okay. Ich hätte vielleicht auch in den letzten Menüpunkt noch gucken sollen. Den haben wir schon. Da haben wir alle. Okay. Gibt nichts Neues zu schmieden. Schade. Hätte ja mal sein können. Dann reden wir mit Sykes. Heute schicke ich dich und Shion noch zusammen los. Mit Shion gemeinsam? Schon lange nicht mehr. Warum schicken wir uns überhaupt noch gemeinsam irgendwo hin unterwegs? Besiege den gezackten Kriecher. Okay. In der Wunderhöhle ist ein gezackter Kriecher aufgetaucht. Finde und besiege ihn gemeinsam mit Shion. Gezackte Kriecher sind während ihres Drehangriffs unverwundbar. Du kannst diesen allerdings durch Blocken oder eine bestimmte Art Magie anhalten. Nimm dich auch vor Stahlrüstoren in Acht. Erledige sie mit Blitzmagie. Okay, dafür kriegen wir Rutschattackstufe plus L. Wunderbar. Außerdem Donnerstein und Donnersplitter. Ui. Können wir mehr Blitzzauber machen, nachdem wir sie in dieser Mission hier brauchen. Wie sinnvoll. Okay, jetzt sind wir erstmal am Palast, scheinbar. Wenn ich das richtig sehe. Irgendwann nicht in Ordnung, Rucksack. Was ist los? Nichts. Du siehst blass aus. Hast du es vorhin schon gesagt? Das bildest du dir ein. Gehen wir. Na gut, okay. Was könnte nur mit Rucksack los sein? Wer weiß. Roxas hat einen schlechten Tag, Stufe halbiert. Ja, das steht da. Yay, Gold. Ist ja gut, dass wir die ganzen Stufe Doppler und Stufe Tripler und so was alles dabei haben. Ansonsten wäre das ja ärgerlich. Hey Schirm, wie wär's, wenn du dir auch mal ein besseres Schlüsselschwert als den Königsanhänger besorgst? Nur so ein Vorschlag. Du kannst den Mogi-Shop auch benutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also tu's doch auch einfach. Okay, dann dürfen wir mal wieder Großmäuler und Scharlachrote Tangos verprügeln. In Kombination. Freue ich mich ja drüber. Da kam gerade eine Heilung durch. Gut, dass wir den Gegner gerade eben, bevor die Heilung durchkam, auch tatsächlich vernichtet haben. Na, komm, Großmaul, geh mal drauf. So, dann hauen wir mal das Großmaul kaputt, hauen wir den nächsten Scharlachroten Tango kaputt. Scheinbar gibt es hier auf jeden Fall jede Menge Gegner, von denen wir unter anderem mal wieder Pyrokristalle kriegen, denn wir haben noch nie genug Pyrokristalle bekommen. Wer will nicht noch mehr Vollgas zusammenschmieden, ne? Mein Vollgas sind bestimmt
nicht übel. Können auch bestimmt besser sein als als normale Feuer, die wir die ganze Zeit benutzen, aber die normalen Feuer funktionieren so gut, von daher sehe ich nicht so den Riesengrund dafür, die tatsächlich zu verändern, mein Setup, was das angeht. Dann schauen wir mal hier oben rein. Dann haben wir hier noch. Da vorne ist zum Beispiel noch eine Schatztruhe. Was kriegen wir hier drin? Einen schlauen Affen. Natürlich habe ich ausnahmsweise mal nicht geblockt. Den habe ich dann noch direkt verwirrt. Aber den nächsten Treffer habe ich von ihnen einfach zurückgeschlagen. Ist ja nicht so schwer. Wenn man Rundblock hat und von allen Richtungen aus angegriffen werden kann und trotzdem blockt. Suche den gezackten Kriecher. Er soll eine Wunderhöhle sein, haben wir gehört. Das werden wir vermutlich nicht hier finden. Aber hier finden wir eine Schatztruhe. Und in dieser Schatztruhe ist eine Sichteinheit L. Yay, mehr kritische Treffer. Und hier unten finden wir auch noch eine Schatztruhe. Aber erstmal finden hier noch Tangos und Großmäuler. Na, Tango, geh mal drauf. Wunderbar, also das ist sicher von dem Großmaul getroffen worden. Da war ein gezielter Blitzzauber von Shion, der viel geholfen hat. Mehr Pyrokristalle. Die Gegner sind einfach despawned, weil die bestimmt in der Mitte des Raumes irgendwo gespawnt sind und an der anderen Hälfte der Mitte des Raumes scheinbar schon zu weit von ihrem Spawn entfernt waren. Finde ich, macht Sinn. Und wer jemand behauptet was anderes. Dann haben wir noch nicht so ganz einen gezackten Kriecher gefunden, überraschenderweise. Aber ganz viele Großmäuler. Wir sehen ja schon, der gezackte Kriecher scheint nichts großartig anderes zu sein als ein besserer Morgenstern. Kann es auch nicht so schwierig werden, schätze ich. Und dann haben wir hier eine Schatztruhe. Und in dieser Schatztruhe ist noch ein schlauer Affe. Der es tatsächlich überlebt hat, dass er geblockt wurde. Na gut, wir haben ja auch nur eine halbierte Stufe. Ich glaube, das macht tatsächlich einen Unterschied, welche Stufe man hat, wenn man Attacken blockt von Gegnern. Weil das auch Sinn macht. Und so. Das war es scheinbar hier in diesem Raum. Nein, wir haben noch Gegner gefunden. Die scheinbar hier unten spawnen. Da nehmen wir die doch auch mit. Können wir ein paar Mal die Y-Kombo auch mit reinhauen. Wenn man schon die Möglichkeit hat, die Kombo mal ein bisschen zu variieren. Im Gegensatz zu dem Phantom-Mod, wo Y zu drücken dafür da war, überhaupt einen Finisher an der Bodenkombo dran zu haben, ändert es hier einfach nur den Combo-Finisher. Und es ist hier tatsächlich mehr Spielerei, als es mit dem Phantom-Mod war, wo es nötig war. Okay, obwohl wir in der Missionsbeschreibung gehört haben, dass das Ding in der Wunderhöhle sein soll, können wir scheinbar draußen in die Ruinen rein. Okay, dann sollten wir uns da auch draußen auf jeden Fall mal umschauen. Vielleicht ist da irgendwas. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dann da auch irgendwas ist. So mies sind sie in einem Game Design auch wieder nicht, dass sie einem einen riesigen leeren Raum hinstellen. Da werden wahrscheinlich mindestens Herzlose drin sein. Wahrscheinlich sogar irgendwie noch eine Schatztruhe oder zwei. Die sind hier 8 Schatzrunden in der Mission. Da müssen sie ja irgendwo sein. Dann finden wir hier erstmal noch deutlich mehr Tangos und Großmäuler. Die hat auch noch eine Komponente D fallen lassen. Die wollen wir haben. Großmaul, du stehst mir dazu nah am Eingang. Vernichten wir dich mal so. Gib mir bitte die Komponente D. Danke, die Komponenten D brauchen wir immer noch, um so Sachen wie Ultima und so zu schmieden. Also sollten wir es uns nicht entgehen lassen. Die Prüfungskristalle sind mir da im Vergleich relativ egal. Die halt hauptsächlich zum Schmieden von Feugas da sind, die ich sowieso nicht benutze. Dann sind hier oben scheinbar keine Gegner. Aber da vorne ist doch bestimmt eine Schatztruhe. Jo, da vorne ist eine Schatztruhe. Shion hat mal wieder versucht, mich davon abzuhalten, hier hinten rüber zu fliegen, indem sie mich reingespawnt wurde. Und ich habe eine High Potion gefunden. Ja. Gut, dann schauen wir jetzt erstmal hier in dem Raum nach, ob wir hier irgendwie eine Schatztruhe oder was anderes finden. Wir finden hier auf jeden Fall schon rote Tangos. Welch unfassbare Überraschung. Ja, komm, fall um. Bitte. Renne nicht zu weit von deinem Spawn weg, sonst bist du gleich einfach wieder despawned. Kommst du mit vollen HP wieder. Das möchte ich nicht.
sehe da hinten eine Schatztruhe in der Entfernung. Ich werde jetzt nicht den kompletten Raum hier nach einzelnen Gegnern absuchen, das ist mir auch zu doof. Okay, hier haben wir einen High-Ather. Ich sehe da vorne das Einheitsabzeichen. Das sollen wir dann wohl auch haben. Und dann können wir uns mal auf eine der Ruinen draufstellen und im Raum rumgucken, ob wir noch was anderes sehen. Ansonsten gehen wir halt wieder, weil ich will jetzt nicht unbedingt den kompletten Raum absuchen, um einzelne scharlachrote Tangos überall zu finden. Oh, wie gesagt, gehen wir hier vorne mal auf die Ruinen drauf. Und schauen von hier aus mal. Da hinten sehe ich nichts mehr. Da vorne scheint mir nichts zu sein. Da ist nur ein Pott. Juch, dann sieht das so aus, als wäre es das hier in dem Raum. Immer eine Schatzruhe und Einheitsabzeichen gefunden. Also geht schlimmer, schätze ich. Dann gehen wir wieder zurück. Und suchen dann mal die nächsten vier Schatztruhen irgendwie in der Wunderhöhle. Vielleicht sind hier draußen ja schon welche. Ja, sind auf jeden Fall mehr Großmäuler. Wer hätte es sich denken können? So ist gut, Shion. Brav. Spam weiter Zauber auf Gegner. Statt sie physisch anzugreifen. Der Eiszauber war allerdings jetzt ein bisschen verschwendet. Zum einen war der Gegner schon tot, zum anderen hast du ihn mitten in der Wand reingehauen. Ich weiß, ich sollte mich darüber nicht beschweren. Ich hau auch regelmäßig Zauber in der Wand. Nur das ist bei mir meistens ohne findlichen Gründen erklärt, meiner Meinung nach. Okay, noch mehr Komponenten D. Das finde ich gut. So, au, au, au. Gehen wir noch Feuer ab. Da hinten ist ein Großmaul und heilt. Der Scharlachrote Tango hat noch einen Pyrokristall fallen lassen. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um dieses Großmaul hier. Das noch eine weitere Komponente D fallen lässt. Hervorragend. So langsam müsste unser Menü auch voll werden. So viel können wir dann auch wieder nicht mitschleppen. Na, und da wir ja Glückspilz in unserem Ring drin haben, kriegen wir auch häufiger Items fallen gelassen. Deshalb, ja, ist es kein Wunder, dass wir so viele Komponenten D und Pyrokristalle bis jetzt gekriegt haben. Und dann schauen wir mal hier in der Eingangshalle vorbei. Hier sind wir schon mal mehr Schatztruhen und mehr Großmäuler. Nach die Gegnerauswahl ist mal wieder unfassbar abwechslungsreich. Und einfallsreich. So, mir wäre es echt lieber, wenn sie ein paar weniger Gegner dahinstellen würden. Dafür etwas schwierigere. Wie halt irgendwelche von diesen Ardo-Wampen-ähnlichen Gegnern, wenn sie die hier hinpacken würden, wäre mir das deutlich lieber als halt zigmal. Genau die hier. Statt halt zigmal irgendwelche Großmäuler alleine zu verprügeln. Und jetzt wurde mein Wunsch erhört. Jetzt ist ein Stahlrüstor da. Also muss ich mich erstmal um das Großmaul kümmern, weil sonst der Stahlrüstor gleich heilt. Und das hätte ich nur sehr ungern. Wenn ich mir schon die Mühe mache, den Stahlrüstor zu erledigen. Aber da hat er mich tatsächlich erwischt. Wie unschön. Dann hoffe ich mal, dass Shion da gleich ein paar Zauber mal draufhaut. Während sie mal nicht stumm ist. Das wäre enorm hilfreich. Okay. Yay, unsere Stummheit ist endlich aufgehoben worden. Gerade rechtzeitig, damit wir hier jetzt einen Feuerzauber oder zwei reinslammen können. Und wir sehen die HP richtig schön runterkreiseln. Okay, der hat sich an dem Blitzzauber jetzt noch nicht so massiv interessiert. Währenddessen haut Shion mal ein Endlimit in den Gegner rein. Dann tun wir das doch auch mal, da wir gerade die Gelegenheit dazu haben. Okay, da muss man tatsächlich wiederbelebt werden. Ich wollte ja von dem Gegner weg, um mich zu heilen. Hat aber nicht so richtig gut funktioniert. Währenddessen ist Shion einfach erledigt. Na, dafür haben wir Autoschutzengel auf Max-Level, damit er uns komplett voll heilt. Also war ich auch nicht damit gerecht, dass der Kollege so schnell aufsteht, dass ich nicht mal mein Limit da auch nur halbwegs reinprügeln kann. Bis der wieder aufsteht. Dann heilen wir uns tatsächlich mal. Okay, danke Kamera. Ich sehe nichts.
Aber Ergebnis erledigt. Und wir haben ein Orichalcum dafür gekriegt. Das ist gut. Orichalcum sind immer gut. Dann wollen wir mal hier oben drauf. Schätze ich. Können wir überhaupt schon hier oben drauf? Nö, können wir noch nicht. Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass da oben nichts drauf ist, wenn wir da noch nicht drauf können. Wenn wir die Mission nicht doppelt spielen müssen. Wobei es ja auch nichts Neues wäre. Dann schauen wir mal in diesen Raum rein, in dem wir, glaube ich, noch nicht drin waren. Okay, da ist eine komische Statue da vorne. Dann haben wir hier eine Schatzung mit einem Aero-Rar-Rezept. Doch sowas Tolles. Und dann haben wir hier die Pötte, die wir zerschlagen können. Pötten irgendwas drin. Wir hier schon so einen Scherbenhaufen anrichten. Hm, sieht nicht so aus. Hier haben wir so eine komische goldene Elefantenstatue. Die können wir schon mal schlagen. Und die zu schlagen hat Blöcke gespawnt. Okay. Müssen wir mit den Blöcken vermutlich irgendwas machen. Vermutlich müssen wir sie hier drauf prügeln. Sieht zumindest ganz danach aus. Dann räumen wir mal den Weg ein bisschen frei. So, dann. Okay, der ist da ziemlich gut drauf gesnappt. Von daher scheint mir das Richtige zu sein. Das Spiel geht wahrscheinlich davon aus, dass man eine von den Plattformen hier dafür benutzt, um nach oben zu kommen. Einen von den Blöcken hier. Da wir aber hier schon einen verbesserten Sportfront haben, können wir einfach raufspringen. Also machen wir das auch. Kriegen da noch ein paar Taler für. Okay, die Kiste ist runtergefallen. Müssen wir noch da hinten rüberprügeln. Und zwar da hinten rüberprügeln. In die Richtung. So. Jetzt ist sie schon fast da. Jetzt ist sie da. Jetzt geht doch bestimmt die Tür auf. Ja, Tür ist aufgegangen. Wunderbar. In den verborgenen Tiefen haben wir jetzt gerade schon eine Schatztruhe gesammelt. Uns fehlen aber irgendwie immer noch zwei. Aber wir haben das eine Einsatzabzeichen schon gefunden. Okay, willkommen im Bossraum aus Kingdom Hearts 1. Schauen wir die Höhle der Lichter. Hier ist ein Adamantit drin. Tschüss-Buch-Kristall. Der Adamantit ist wichtiger. Und hier ist drin ein Gold. Schlüsselpyro-Kristall, das Gold ist wichtiger. Und dann haben wir noch alle 8 Schatzungen gefunden. Hm, auch das hier, wo der Bossraum sein könnte. Das müssen wir nur noch finden. Nur noch den Gegner finden. Kann ja eigentlich auch nicht so schwierig sein. Ende Gelände. Ich erinnere mich. Was? 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 Das ist ein Schlüsselloch. Siehst du? Oh Gott, sie hat Erinnerungen daran, wie sie als Sora das Ding abgeschlossen hat. Und abgeschlossen. Bist du okay? Ja. Oh. Du siehst ihm so ähnlich. Was? Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. So ehrlich sehen sich die beiden eigentlich nicht. Finde ich zumindest. Aber wir haben den Boss gefunden. Wer hätte sich denken können. Besiege den gezackten Kriecher. Der kann halt unten erstmal in aller Ruhe für sich Beybladen. Schauen wir das lieber erstmal an. Aus sicherer Entfernung. Okay. Geh da hinten von mir aus in die Ecke rein. Das ist okay. Oh, geh nicht wieder aus der Ecke raus. Du. Hässlicher Beyblade. Okay, das hilft scheinbar nicht. Ich hatte gehofft, man könnte den irgendwie mit Angriffen zurückschlagen. Man kann aber nur mit Blocken zurückschlagen. Aber schon irgendwann könntest du auch mal stehen bleiben. Wein ja nur. Liegt hier noch ein Pyrokristall in der Gegend rum. Wird er langsamer. Ich kann es nicht so richtig erkennen. Sieht aber nicht so aus. Okay, jetzt kommt einfach eine Cutscene.
Hast du den gerade gewone-shottet? Das ist fies. Das will ich auch können. Kannst du mir die Technik beibringen? Bitte? Wie? Wie habe ich das gemacht? Ja, keine Ahnung. Zeig's mir. Woher hatte ich diese Kraft? Ich will auch können, bitte. Roxas? Roxas erschöpft, er ist gestorben. Hey, ist alles okay? Ja. Wenn ich letztes Jahr das Schlüsselschwert benutze, werde ich so schwach. Warum auch immer. Ja, wirklich? Ja, unsere Stufe ist halbiert worden. Aber ich weiß, was da hilft, Roxas. Du nimmst einfach als nächstes einen Stock als Waffe. Dann benutzt du nicht mehr das Schlüsselschwert und dann ist alle Probleme gelöst. Na, was soll's. Ich bin einfach überarbeitet. Das würde mich nicht wundern. Arbeite seit 321 Tagen mit nur einem Tag Urlaub zwischendurch. Bist du wirklich okay? Gut, dazwischen auch mal im Koma gelegen. Die Tage zählen nicht so ganz, aber ansonsten. Aber sicher doch. Los, Shion, kehren wir zum Schluss zurück. Kehren wir. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Sieht schwer danach aus. Rückkehrlauf, Durchflügel geöffnet. Yay. Whoopie. Das ist nur einer meiner Prüfkristalle, die ich weggeworfen habe. Hatte gedacht, vielleicht hat der Boss in der Cutscene noch ein Item fallen lassen, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ist hier zufällig noch irgendwie irgendwas? Sieht nicht so aus. Auch hier sind keine Gegner gespawnt. Da ist aber ein Absatz, den man nicht einfach hochlaufen kann. Vorsicht, Stufe. Dann... Wir haben alle Schatzzonen gefunden, wir haben das Einsatzabzeichen gefunden. Also gibt es auch nicht mehr wirklich irgendwas, was wir finden könnten, außer mehr Großmäuler. Von denen wir gegebenenfalls halt noch weitere Komponenten D kriegen könnten. Und ansonsten gibt es nicht mehr irgendwie irgendwas großartig. Wir könnten vermutlich in die Ruinen zurückgehen und noch ein paar Schalachrote Zangos verprügeln, mitten im Nirgendwo. Aber bin ich jetzt nicht so erpicht drauf, von daher zurück zum Schloss. Brox, das geht einfach schon mal vor. Währenddessen, in Zwielicht Town. Fressen Sie mal wieder ein Eis. Norm. Bist du auch wirklich okay? Gott, hör auf zu fragen. Okay, du verwirrst mich. Warum? Seit wann machst du dir Sorgen um mich? Entschuldige bitte vielmals. Fühlt sich einfach komisch an. Das ist alles. Sonst mache ich mir immer Sorgen um dich. Kann mich nicht erinnern, dass es schon mal andersrum war. Weißt du, du hast mal im Koma gelegen. Nun, zu deiner Information, ich mache mir die ganze Zeit Sorgen um dich, Roxas. Ich bin froh, dass du wieder da bist, Shion. Axel hätte nicht so hart zu dir sein dürfen. Er wird heute wohl nicht kommen. Möchtest du denn, dass er kommt? Habt ihr beide euch etwa gestritten? Nur so ein bisschen. Ich kann nicht glauben, dass dieser Idiot dich tatsächlich angreifen würde. Idiot? Ja, das ist ein hartes Wort, Roxas. Wie kannst du nur solche harten Ausdrücke in den Mund nehmen? Also wirklich. Roxas, ich würde jetzt hier nicht mit dir sitzen, wenn Axel es nicht getan hätte. Da hat sie ein gutes Argument hervorgebracht. Er ist dein bester Freund. Das bist du auch. Tja. Da versteht Broxus das Wort bester nicht. Wenn wir drei nicht zusammen sind, ist einfach nicht dasselbe. Ja, das ist wohl richtig. Könnte ich drei Leute sitzen und Eis fressen? Axel! Sind wir lustig, wie klein der Vergleich ist. Brauchst du etwas? Was? Nein, das ist nur... Mit Roxas stimmt etwas nicht. Ich dachte, du wüsstest vielleicht Bescheid. Er sagt, das Schlüsselschwert schwächt ihn auf einmal, wenn er es benutzt. Und ich kämpfe plötzlich genauso wie er. Du
Du hast schon immer genauso gekämpft wie ich. Das heißt, ich spreche von Sora. Das würde eine Änderung in der ganzen Sache erklären. Nun, du kennst ihn besser als ich. Wie kommst du darauf? Frag dich selbst, was der Grund dafür sein könnte. Bam, bam, bam. Ja, hat der Riku nichts erklärt? Ich bin mir nicht sicher. Du bist dir nicht sicher? Haben sie vergessen, den gesunden Menschenverstand einzubauen? Na, komm, jetzt guck nicht so geschockt. Du wusstest doch, dass du eine Kopie bist. Eine Puppe, deren ursprünglicher Zweck darin bestand, Roxas Kräfte zu duplizieren. Und wenn er schwächer wird und du gleichzeitig stärker wirst, tja, dann heißt das, dass du dir etwas mehr leistest, als du solltest. Und was soll ich jetzt machen? Gehen, wahrscheinlich. Na, die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Du bist in meinem Buch keine Puppe. Du bist meine beste Freundin. Meine Rocks. Alles klar? Ja. Kann ich dich noch etwas fragen? Und das wäre? Ich habe heute einen Jungen gesehen, der genau wie Roxas aussah. Die sehen sich nicht ähnlich. Es sei denn, du hast zufällig Ventus getroffen. Ist er der, für den ich ihn halte? Erklärungen. Blablabla. Sigmar. Bam, bam, bam. Sigmar hat alles gehört. Ja, ich besiege den gezackten Kriecher abgeschlossen. Mission 82. Außerdem ein Level-Up dafür gekriegt. Wir sind inzwischen bei einem 6,3-Multiplikator. Außerdem haben wir Rutschattacke-Stufe Plus gekriegt, obwohl wir noch keine Möglichkeit haben, bessere Rutschattacken zu haben. Foreshadowing. Außerdem 6 Komponenten D. Das ist nicht übel. Und das Einheitsabzeichen. Tag 322. Das Programm. So hat er einen starken Einfluss auf sie. Zugegeben, sie sollte weder ein eigenes Bewusstsein entwickeln, noch ihr Aussehen verändern. Aber alles in allem zeigt das auch, wie wertvoll sie als Gefäß ist. Endlich ist es soweit. Sykes, sind die Geräte bereit? Alle drei werden in wenigen Tagen betriebsbereit sein. Gut. Was willst du mit Roxas anfangen? Beide sind mit Sora verbunden, aber wir brauchen nur einen von ihnen unter unserer Kontrolle. Lass Shion Roxas' ganze Kraft nehmen. Oder lass ihn sie zuerst vernichten und alles zurückholen. Das ist mir egal. So oder so werden Soras Kräfte uns gehören. Neuer Tag in Roxas' Tagebuch. Ist es mal wieder soweit. Hat er wieder sein Tagebuch geschrieben. Hey Shion, wie geht's? Bitte sei vorsichtig, Roxas. Hier, das ist für dich. Erhalten. Ein Elixierrezept. Cool, danke Shion. Damit kann ich tatsächlich was anfangen. Ich meine, wenn du mir direkt ein Elixier gegeben hättest, wäre besser gewesen, aber immer noch gut genug. Ja, Axel, das geht. Hey, da hat's einen Beinbruch. Okay. Hals und Beinbruch. Wie geht's bei dir, Luxord? Was hilft dir Glück, wenn du keine Zeit hast, es zu genießen? Mach eine Pause. Oder besser, wie wär's mit einem Spielchen? Die Regeln sind simpel. Du gehst los, sammelst alle Schätze in Mission 82 und kommst zurück. Mission 82 war die doch gerade eben, oder nicht? Oho, du hast sie alle gefunden. Und, war das eine nette Pause? Nein, nicht wirklich. Ich hoffe, du bist bereit für das nächste Spiel. Ich habe Sykes gebeten, dir eine Spezialmission zu geben. Oh, wir können wieder Missionen aussuchen. Eine neue Mission ist verfügbar. Okay, dann reden wir noch mit Sigmar hier drüben. Ist Shion nicht hübsch? Das Gesicht eines Engels. Aber Vorsicht, Mädchen in ihrem Alter haben viele Gesichter. Was für ein interessantes Foreshadowing. Oder so. Sehr gegrüßt, Kubo. Schauen wir doch mal hier rein.
Kaufen haben wir nichts. Wir können aber auf jeden Fall schmieden. Denn wir können ein Wetterselixier zusammenstellen. Machen wir doch auch direkt mal. Dann brauchen wir hier nichts von. Hier können wir wahrscheinlich wieder nichts machen. Können wir mal eben durchschauen. Sprungloch fehlen uns Lufttech Plus. Wir fehlen uns für einige Sachen normale Lufttech Plus. Aber will man machen, ne? Wenn man sie gerade mal nicht findet. Jetzt können wir tatsächlich mal einen Levitas herstellen. Aber warum nicht? Nicht etwas, was wir benutzen würden, aber... existiert halt. Das können wir auch nicht schmieden. Ist irgendwie interessant, dass hier beim Omega Mod Plus nicht von Vorrat 0 auf 1 drüber dran steht, aber bei denen hier irgendwie komisch, dass es da fehlt von allen Waffen. Dinge, die einem plötzlich auffallen. Die einem vorher nie aufgefallen sind. Hier unten können wir auch nichts schmieden. Gut. Dann sind wir dann ja hiermit fertig. Und können uns dann mal anschauen, was der gute Sykes denn für Missionen heute für uns hat. Hier sind deine neuen Missionen. Breche auf, sobald bereit bist. So, specken sie mich jetzt einfach immer mit Shion gemeinsam in eine Mission, damit wir immer schwächer werden. Okay, sind 1, 2, 3, 4, 5 Missionen. Dann schauen wir doch mal. Suche Xaldin, ist aber optional. Xaldin wird im Schloss des Biestes vermisst. Suche ihn. Nimm dich auf ein Schneekristall und Eiswürfel in Acht. Erledige sie mit Feuermagie. Okay. Für Xaldin, dafür kriegen wir ein Aerogar-Rezept, ein Pyrokristall und Orichalcum. Okay, das ist das Orichalcum, das einzige, was davon wert wäre, es zu holen mit Multiplikator. Dann haben wir hier, besiege die glühende Sphäre. In der Arena des Olymp wurde eine glühende Sphäre gesichtet. Finde und besiege sie gemeinsam mit Sigmar. Glühende Sphären sind während ihres Drehangriffs unverwundbar. Du kannst diesen allerdings durch Blocken oder eine bestimmte Art von Magie anhalten. Okay, besiege die glühende Sphäre. Dafür gibt es Feuerrezept und zwei Mithrile. Okay, das ist schon ein bisschen mehr wert. Dann haben wir hier Sammle Herzen, die einzige Mission, die scheinbar tatsächlich gemacht werden muss. Besiege Herzlose im Wunderland und sammle Herzen. Ein guter Rat. Nimm für diese Aufgabe ein paar zusätzliche Zaubersprüche mit. Nimm dich auch vor Saphir-Elegien in Acht. Also nimm Zaubersprüche mit. Und dafür kriegen wir ein Eisgar-Rezept, ein Eisrar-Rezept und Combo-Tech plus plus. Nee, Combo-Tech wäre es zumindest wert. Sammle die Organisationsembleme. Diesmal schätzen wir anhand einer Manövrierbarkeit ein, bla bla bla. Kennen wir alle schon den Standardtext. Sammle gemeinsam mit Luxor die zahlreichen Organisationsembleme, die wir in Nimmerland verteilt haben. Ja, eigene Route erstellen. Achte auch auf Phantomschwänze. Scheinbar rennen da einfach schon Phantomschwänze in der Gegend rum. Interessant. Und dafür gibt's ein Ankarit. Okay, und zwei Vigra-Rezepte. Ankarit scheint recht selten zu sein. Und hier haben wir besiege die Sturmwinde. In Halloween Town sind Sturmwinde aufgetaucht. Finn und besiege sie. Scheinbar drei Stück. Und da kriegen wir Mithril und Diamant für. Das ist wahrscheinlich ziemlich das Erste, was wir machen werden, ne? Sieht schwer danach aus. Auf jeden Fall, nachdem wir uns jetzt die ganzen Missionen einmal angeschaut haben, würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Pause und überlegen uns dann bis zum nächsten Mal, welche wir denn tatsächlich als Erstes machen. Bis dahin. Aloha.